Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Server News Video von Hamburg die Tour, dem GTA 5M Rundenspielserver. Wir sind eigentlich ziemlich gut gestartet mit dem Server. Es ist natürlich noch Beta, es ist eine Open Beta. Ihr dürft den Server einfach joinen und Spaß haben. Und genau, es lief gut. Ich habe täglich gelivestreamt. Und es kommt ziemlich gut an, aber ich habe jetzt eben auch etwas mitzuteilen. Ich habe auf YouTube gelivestreamt und ich werde ab jetzt auf Twitch livestreamen, weil es einfach eine angenehmere Plattform ist, ohne ziemlich viele Leute, die das Spiel irgendwie gekauft haben, aber noch minderjährig sind und halt alle Server kritisieren müssen oder sonst irgendwas. Es ist klar, der Server ist immer noch in einer Beta. Man sieht, es ist nicht immer alles perfekt schön oder angenehm, spaßmachend und so. Aber es kommt alles und mit eurem Feedback, vor allem dem Feedback, der auch hergebracht wird, oder wo ihr analysiert zuerst und dann auch gebt, auch Kritik, kommt gut an. Aber ich habe jetzt mehrere hundert Kommentare löschen müssen in den Aufzeichnungen. Weil einfach Stand 0815 Server. Server ist nicht so gut wie diesen Server. Oder livestreame diesen Server nicht, der ist schlecht. Ja, es ist mein Server. Ich entwickle ihn zwar nicht. Ich habe aber Lukas, der Bauer. Das ist der, also Ingame, das ist der, der Modder. Und der ist noch überlastet. Er ist so von einem Andrang überrascht und kann halt auch nicht so schnell entwickeln für all diese Features, die gewollt werden und so. Und deshalb ist einfach noch nicht ganz alles 100% perfekt eingestellt. Übersetzungen sind manchmal noch falsch oder man weiß nicht, welche Taste man drücken muss und so weiter. Ich kann verstehen, dass die Kritik kommt. Wir nehmen die Kritik ja eigentlich sonst auch an, aber sie gehört nicht unter einem Livestream. Videoaufzeichnung, sondern sie gehört ins Discord-Forum oder wird in-game einfach so gut wie möglich mit Rollenspielen natürlich nicht sagen, der Server sei irgendwie da falsch oder das falsch, sondern in Rollenspielmanier, zum Beispiel der Baum hier hat irgendwie so ein bisschen ein Problem oder ich habe immer Kopfschmerzen oder andere Sachen, oder? Es ist halt wirklich viel zu viel für so ein kleines Entwicklerteam, also ich und er. Und, muss mal kurz schauen, hier glaube ich. Es ist einfach, sind zu viele Leute, die etwas verlangen und zu wenige, die wirklich auch alles analysieren und sagen, genau das muss so gemacht werden und so. Es ist einfach dieser Hass, oder? Das ist schlecht, das muss ich sofort melden. Und wir wissen manchmal auch nicht genau, was wir davon halten sollen, wenn jemand sagt, ich verstehe nicht, was ich drücken muss und so Sachen. Es ist klar, es ist noch nicht so mit einem Tutorial versetzt, weil das sind Mods von anderen, die machen keine Tutorials oder so. Und wir bauen es ein und dann ist es einfach eingebaut, ohne Tutorial. Und die Tutorials müssen wir dann zuerst machen, oder? Das ist immer so die Sache. Oder zum Beispiel wird einfach gesagt, der Beruf ist noch nicht so ausgebaut. Der Server ist schlecht. Dabei wissen sie wahrscheinlich gar nicht mal, dass der Server erst ungefähr, weiß nicht, 7, 8 Tage alt ist oder so. Ja, das ist halt immer so diese Sachen. Es geht zu schnell für uns und die Leute haben irgendwie zu wenig Bock, sind zu jung oder geht einfach nicht. Und deshalb, tue ich lieber auf Twitch noch Livestreamen, da habe ich auch ein bisschen mehr Reichweite. Es kommen mehr, weil mehr zuschauen und so. Also auf YouTube, wo die kleinen Kinder dann kommen und halt schon ziemlich. Mal kurz schauen. Also die Sachen wurden nicht verkauft, weil da unten. Stimmt. Ich bin auch noch nicht so drin, aber man muss halt hier wirklich. Ich weiß, also es steht auch nicht, wie viel wir haben. Wir machen mal 10 und dann können wir alles verkaufen, glaube ich. Ist immer noch 10? Es gibt einfach noch Sachen mit der Bedienung meistens oder so, die noch nicht so gut sind. Ich kann es ja auch verstehen. Dann könnt ihr es auch verstehen. Oder?
Also 8 und 9. Machen wir mal. Das ist 9. Sollte es eigentlich gehen. Und wo ist das Sandebaus? Nein, da ist 9. Ja. Es geht hier also wirklich noch nicht gut. Sollte jetzt eigentlich verkauft sein, bitte. Ah, weil es Bahn. Ah, das ist wahrscheinlich Direktkauf. Jetzt verstehe ich das. Müssen wir noch kurz hier schauen. Das ist echt noch schwer. Bahnanker. Da unten? Hat er das verändert? Ich habe gestern im Livestream geschaut, Bahnankauf. Und jetzt ist es einfach irgendwo anders. Was hat er noch geändert? Okay, dann sind wir falsch gefahren. Ja, ich wollte ja sowieso nur kurz mal das machen, damit ich Geld habe für den Livestream nachher. Und jetzt müssen wir leider noch kurz zum Tanken gehen, da ist wieder nicht eine Tankstelle. Wir fahren unten durch. Na, ja, dann reicht das hoffentlich noch. Also, weiter im, ja, ihr helft einem Server, der relativ neu ist, oder einem Spiel am besten, indem ihr erstmal einfach schreibt oder sagt, vor allem auch im richtigen Ort, jo, das ist so und so und so, und nicht sagt, ja, das ist so. Ohne irgendwie analysieren, genau wie kommt es zum Fehler oder wieso ist der Fehler oder so. Einfach mehr schreiben und dann kann man auch mehr und schneller helfen. Jo. Ist halt einfach die Sache, alle Spieler wollen so wenig wie möglich Probleme haben und haben zu wenig Lust, da auch die, oder genug Kraft darauf zu verwenden. Also wenn sie, wenn die Spieler eigentlich würden sich Zeit nehmen, dann würden die Fehler auch wirklich weggehen. Es gibt nämlich Entwickler, die nie sich um Bugs oder so fixen, das, Sorgen machen, also sie arbeiten. Und das ist natürlich ein anderes Ding als wir, wo neu sind und uns wirklich mega Mühe geben. Okay, das ist ja, das ist der Verkauf. Ich wollte aber tanken, dankeschön. Ja, da muss ich ja wieder eingeben. Bin im falschen Ort gelandet. Die Tankstelle war vorne, glaube ich, hoffe. Oder später. Ja, ich habe es scheinbar verkauft. Gut. Jetzt bin ich selber jetzt gerade nach dem Sport noch ziemlich ein bisschen auch ein bisschen ratlos, was ich gerade machen muss und was nicht. Weil es ist einfach noch schwer, oder? Ja, genau. Ich wollte einfach hier kurz schauen, ob hier noch der Verkauf ist und so. Jetzt bin ich aber durcheinander gekommen mit Verkauf und mit Tanken. So. Also. Das ist auch wieder das Problem, dass man manchmal noch nicht so Dinge. Also, es ist einfach so, ich gebe Geld aus für Mods, die wirklich nicht gut sind. Und dann habe ich immer so das Gefühl, ich muss sehr, sehr lange auch anschauen, was für Mods installiere ich, wie viel gebe ich aus und wie gefällt es euch dann, oder? Aber ich habe jetzt mehrere Mods scheinbar gekauft, die wirklich ein Schrott sind, richtigen Schrott. Dass die Mods überhaupt kein Talent haben und man muss sehr viel umstellen. Aber gut, die haben ihr Geld bekommen, obwohl es eigentlich illegal ist, ja. Also die dürfen Sachen nicht verlangen, kein Geld, weil es ja keine Arbeit ist von ihnen. Also schon Arbeit, aber das Spiel und so ist nicht von ihnen. Und ja, ich bin halt immer weniger am jetzt wirklich, das so zu machen, dass ich halt die Sachen kaufe, sondern wir suchen einfach jetzt momentan Programmierer und Modder, die das halt für uns machen können und halt auch nicht weitergeben oder auch in anderen Server verwenden wollen. Dass wir zu uns gehören, sie bekommen Lohn, sie bekommen noch mehr Lohn über als diese Modder im Internet und man darf keine kostenlosen Mods holen, deshalb muss ich bezahlen. Aber scheinbar ist das alles eben auch regelwidrig und ich bin momentan echt froh, wenn jemand auch ein bisschen arbeiten könnte für uns,
Wir sind nämlich wirklich diejenigen, die wirklich bezahlen können und nicht so größere Server, wo nicht bezahlen. Oder auch kleinere Server, die nicht bezahlen. Genau. Aber, jo. Und sonst bin ich ja eben einfach derjenige, der auch ein bisschen die Sachen zeigt, oder? Noch ein bisschen weiter, glaube ich. Dahin. Und, jo, bin auch am Lernen, oder? Ich muss jetzt auch zuerst mich zurechtfinden. Es gibt so viele Bäume hier. Ich kenne mich gar nicht mehr so aus, wo es war und ja, wie es geht. Das werden wir gemeinsam in den Livestreams einfach alles einmal entdecken. Und der Lukas hat zum Beispiel gestern auch auf gute Art und lustige Art und Weise mir geholfen. Sogar richtig gescherzt und richtig auch unangenehm gemacht und so. Aber das macht einfach sehr viel Spaß. Und ich hoffe, es tut euch halt auch einladen, oder? So, damit ich eben nachher nochmals meinen kann und alles und das eigentlich nicht zeigen muss, will ich jetzt einfach das alles verkaufen. Ich tue jetzt einfach mir merken, Goldbahn, 4 Stück. Eisenbahn, 9 Stück, okay. Eisenbahn. Ah, das ist 4 Stück. Oh. Und da, hier haben wir 9 Stück, dann 5. So. Dann haben wir verkauft. Okay, es geht. Ja, wenn man das Falsche nimmt, dann geht es nicht. Bronze 8 und Diamanten 11. Diamanten muss ich dann in der Stadt verkaufen. Das machen wir dann mit dem Livestream. Also Bronze. Das war's. Das muss ich mal schauen. Ja, es war Bronze. Gut. Bronze 8. Und diese Anzeigen werden wahrscheinlich dann dort stehen, damit man sieht, wie viel man eingeben muss. Das ist alles noch nicht drin, leider. Und jetzt. Was muss man noch verkaufen? Kohle? Silber? Ist Silber noch? Ich habe irgendwie gar keine. Habe ich wahrscheinlich schon verkauft. Okay, dann haben wir nichts mehr. Sehr gut. Und wie viel habe ich jetzt? 11.000. Ich muss sofort zur Bank. Und das safen. Also. Immer mit M die Map aufmachen. Ich weiß es nicht. Bank. Ich habe einen Shop ausgewählt. Aber gut. Jo, und das Video kann jetzt beendet werden. Eben unten in der Videobeschreibung oder auch im Chat, also in den Kommentaren, seht ihr den Link. Sonst auch könnt ihr jederzeit mich erreichen auf Twitch per YouTube-Kanal. Dort ist alles verlinkt, meine Social-Kanäle und so Sachen. Jo, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss.